Oh, ich hab. Ah, ja, stimmt. Ich hab Firefox noch auf. Ups. Ich hab eine E-Mail gekriegt. Ja. Hm. Soll den Portscan aktivieren. Übertrage Wegpunkt für Treffen und Codesignal für Identifizierung im Bordsystem. In Ordnung, triff dich mit dem Kontaktmann. Ja, das dürfte auch sein da hinten. Seine Schiffssignatur sieht eine von den normalen Frachtern aus. Wer bist du? Was willst du von uns? Hier ist mein ID-Code. Hier ist die Ware. Hau ab, so schnell du kannst. Wenn die Patrouille dich mit sowas erwischt, dann schießen sie ohne zu fragen. Oh je. Ja. Soll ich gleich woanders hin? Ja, da soll ich hin. Okay, jetzt hast du die Ware. Mach dich möglichst schnell auf dem Weg zu Hartog im Alsafia-System. Er wartet bereits auf deine Lieferung. Alles klar. Wir wurden entdeckt. Ah. Leg dich nicht so nah am Planeten mit der Patrouille an. Spring sofort! Ich kann irgendwie nicht springen. Ach, Scheiße. Okay, ich versuche 4 U, muss ich Abstand haben von denen. Ja, das könnte ich schaffen. Ja, ich konnte wegspringen. Okay, das wird knifflig. Da können wir sogar drauf gehen. Deswegen speichere ich das jetzt mal hier auf Folge 6. Speichern. So. Ich denke mal, ich gehe so rechts entlang. Ich muss diese Polizisten hier umfahren. Ich darf die nicht mit meiner Ware konfrontieren. Kann gut gehen, kann auch schief gehen. Ich muss hier so von der Seite kommen, eventuell. Ja, ich schaff's. Man kann Glück haben dabei. Der Container ist eingetroffen. Gute Arbeit. Vor allem unter diesen schwierigen Umständen. Normalerweise erledige ich meine Aufträge selbst. Aber im Moment kann ich die Station nicht verlassen. Ramirez und ich, nun, wir haben Feinde. Und zwar nicht nur die Polizei. Deshalb brauchen wir deine Hilfe. Dein Chef kennen sie noch nicht. Ich gebe dir einen Container mit, den du einem Frachter übergeben wirst. Damit ist dein Geschäft mit Ramirez so gut wie erledigt. Allerdings musst du Ramirez noch ein paar Frachterkennungen überbringen. Er braucht sie dringend, also beeil dich. Ich übertrage sie in deinen Computer. Ja. Akzeptieren und verlassen. Was anderes können wir nicht machen. Aber ich will auf jeden Fall noch ein Level-Up in dieser Folge haben. So, ja, dann. Das wird eklig mit
Ja, das wird eklig. Flieg mal dahin. Das wird eklig mit einem Frachtkarton am Heck. Ramirez wurde verraten. Die Frachtersignaturen und die Waren dürfen der schwarzen Gesellschaft nicht in die Hände fallen. Egal, was das für uns bedeutet. Verstanden? Wir versuchen, sie aufzuhalten. Sag mal, habt ihr einen Arsch offen? Muss das sein? Bereite dich auf dein Ende vor. Die Darkstar One übermittelt letzte Grüße. Ich habe deinen Tod beschlossen. Ich habe mir die Frau. Au. Habe ich hier Freunde? Das war ein glorreicher Kampf, was? Guten Flug und ein ehrenvolles Leben. Wir müssen weiter. Da ist noch was anderes, um das wir uns kümmern müssen. Ja, vielen Dank für die Hilfe. Wird man hier unterhalten? Wo ist denn der Karton? Eieieiei. Da werde ich einfach aufgehalten. Da will ich hin. Bist du ja endlich. Komm, lad den Container hier ab. Ja. Nichts leichter als das, ne? Lad den Container hier ab. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll in diesem Spiel. Das ist alles so eintönig. Okay, wirf den Container ab. Abgeworfen. Ja, viel Spaß. Ja, nicht, dass der verglüht, ne? Den erreicht er doch noch, oder? Ja. Sieht so aus. Es hätte auch böse in die Hose gehen können, hätte ich den so weit geschlagen, dass er da hinten in den Planeten geht. Okay, wir haben den Container an Bord genommen. Ramirez will, dass du uns ins nächste System begleitest. Dort wartet er bereits auf uns. Verdammt, die schwarze Gesellschaft greift uns an! Die schwarze Gesellschaft, Alter, wie rassistisch ist dieses Spiel, bitte? Schwarze Gesellschaft, ja, bitte. Nun ist deine Zeit gekommen! Hier, Darkstar One! Stirb! Das war eine ehrenvolle Tat. Hier kommt ein letzter Gruß der Darkstar One. Du bringst Schande über dein Volk. Hey, was ein bisschen mit auf uns auf. Die Schilde sind schon halb weg. Verdammt, das werden ja immer mehr. Leute, das werde ich nicht überleben, ne? Ich sah und du stirbst. Bleib in der Nähe. Entfernte dich von meinem Fuß. Ohne dich sind wir noch in der Falle. Ja, Leute, ich räum auf. Nur für euch auf. Das war knapp. Nehmt Format C
Station an und dann nichts wie weg in den Hyperraum. Mein Schiff sieht viel geiler aus als deren. Ja, wir sind doch schon in Formation. Wir müssen nicht 50.000 Kilometer fliegen. Chiron, ich wusste, dass dein Mut ausreichen würde. Und du hast die Frachter-Signaturen. Gut. Diese Verfluchten. Wir fliegen sofort zum Versteck und bringen den Frachter in Sicherheit. Folge dem Frachter und bleibe in seiner Nähe. Ich soll dem Frachter folgen. Ich folge meine eigenen Wege. Ach, ich fliege einfach so dicht auf dem Frachter so und mache einfach den hier. So, ich kann im Prinzip jetzt eigentlich auch die Maus von der Hand nehmen. Ich brauche mich da nicht mehr drum kümmern. Der steuert von... Im Prinzip steuert er von alleine. Ja, doch. Bisschen Korrektur kann man ja machen. Könnte ich hier ein bisschen abbremsen und so. Ja, ein bisschen schneller kann man immerhin sein. Kennungen, die du mir gebracht hast, gehören zu Frachtern meiner Konkurrenz. Die sind randvoll mit Bomben und sollen in der Nähe der Station gezündet werden. Und das würde mich nicht wundern, wenn auch die Raptoren ihre Krallen im Spiel haben. Die freuen sich doch immer, wenn bei uns was in die Luft fliegt. Wir müssen die Frachter unbedingt aufhalten. Mhm. Die Kennungen werden uns verraten, welche Frachter wir aufhalten müssen. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Lass uns hier warten, bis die Frachter das System betreten. Hier ist aber einfach nur Pampa. Da kommt der erste Frachter meiner feigen Konkurrenz. Voll mit Bomben. Chiron, wir müssen den Frachter zerstören, bevor er die Station erreicht. Oje, oje, oje. Ja, aber das werden wir dann wohl beim nächsten Mal erfahren, ob wir es schaffen oder nicht. Das war Let's Play Darkstar One, die erste Aufnahme. Oder besser gesagt, die erste Aufnahme nach meiner Aufnahmepause. Ich danke fürs Zusehen und bis dann. Ich muss zum Versteck weiterfliegen. Ja. Möge euer Sieg ruhmreich sein. Und tschüss. Ich puste dich aus dem All.